für Diskussionen sorgte. Şahins Freistoß landet bei Lewandowski, der auf Hummels verlängert. Dante kann offenbar nur hinter der Linie klären. Schirrmacher lässt weiterspielen. Nach 90 torlosen Minuten beide Teams völlig ausgepumpt und Dortmund mit fehlender Konzentration. Weidenfellers Abwurf landet bei Boateng, der flankt auf Robben 1:0. Wie bereits im Champions-League-Finale vor einem Jahr bringt der Niederländer die Bayern auf die Siegerstraße. Thomas Müller, der vor lauter Wadenkrämpfen kaum noch laufen kann, besiegelt mit dem 2:0 das 10. Double der Münchner und gibt den Startschuss zur bayerischen Partynacht. Dann wird man das Resultat wahrscheinlich irgendwie verschmerzen können, aber trotzdem, es ist ärgerlich, denn man hatte mehr als eine Hand am Pott. Alleine wenn man sich mal so die Formkurve der letzten Wochen anschaut, die Dortmunder in exzellenter Form und mit Sicherheit auf Augenhöhe mit den Bayern in diesem Finale. Und deswegen sollte man sich auf jeden Fall tierisch ärgern, dass man einfach die Bayern nicht mal geschlagen hat in diesem Finale. Aber wenn man sich den Geschäftsführer des BVB anhört, dann sollte man sich nicht allzu lange darüber ärgern, denn der hat gesagt, dieses Finale Bayern gegen Dortmund wird es in den nächsten Jahren noch häufiger geben. Die Stimmung unter den Fans wird aggressiver. Jeden Moment könnte es jetzt zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen. In sicherer Entfernung hat Einsatzleiter Schmitz deshalb schon mal seine Leute postiert. Sollte die Polizei jetzt Tränengas einsetzen, sind sie schnell zur Stelle. Dann der erlösende Moment. Endlich öffnet sich das Tor. Es war knapp. Selbst wenn wir aufgemacht hätten, es war an der Grenze. Ja, es war okay, es war, die Fans haben wohl versucht, die Schalker-Fans haben versucht, das Tor wohl aufzuziehen. Das konnte aber nochmal verhindert werden, aber dadurch, dass jetzt anscheinend das Go kam, dass der Zug jetzt die nächsten paar Minuten ankommt, für die Polizei jetzt die Fans durch den Wald zum Bahnhof Sportfeld und da wartet dann der Zug. Entwarnung für die Sanitäter. Aus ihrer Sicht ein verhältnismäßig ruhiger Tag. Doch die Fußballsaison ist noch nicht vorbei. Das nächste Wochenende kommt bestimmt. Dann sind die ehrenamtlichen Rotkreuzhelfer in vielen Stadien wieder im Einsatz. Könnte Ärger mit frustrierten Schalke-Fans geben. Ein massives Polizeiaufgebot soll das verhindern. Die verfeindeten Fangruppen dürfen auf keinen Fall aufeinandertreffen. Einsatzleiter Marco Schmitz beobachtet die angespannte Situation. Sorgen bereitet ihm ein Rotkreuz-Rettungswagen im Pulk der Fans. Der Fahrer soll sofort wegsetzen, doch es gibt Schwierigkeiten mit der Kommunikation. Dann haben die Kollegen begriffen. Ja, das Auto stand halt ein bisschen zu nah an dem Schalker-Fanbereich. Und wenn es da tatsächlich dann Ärger geben sollte, was wir alle nicht hoffen, ist natürlich so ein Auto mal schnell demoliert. Und das wollen wir alle nicht. Und deswegen habe ich jetzt das Auto ein bisschen weiter wegfahren lassen und dann ist es auch sicher. So wie es momentan darstellt, hat er 2008 einen Herzinfarkt gehabt, hat jetzt massive Probleme mit dem Kreislauf bekommen. Und wird deshalb den Rest des Spiels vor dem Fernseher verfolgen müssen. Abtransport auf die Krankenstation im Erdgeschoss. Und tschüss. Atemprobleme. Die Sanitäter haben sie von den Rängen in den Außenbereich gebracht. Nun wird sie mit Sauerstoff versorgt. Keine Vorerkrankung. Sie hat an der leichten Tachykardie jetzt. Die hohe Pulsfrequenz bereitet den Sanitätern Sorgen. In solchen Notfällen muss der Patient möglichst schnell stabilisiert werden. Die Patientin hat starke Atemnot. Sie hatte wohl eine OP im Rahmen einer Schilddrüsen-OP. Und wir wissen noch nichts Genaues. Der Notarzt ist ja jetzt bei ihr, wie man sieht. Und jetzt müssen wir mal schauen, was dann der Arzt im Nachgang sagt. Also Genaues kann man noch nicht sagen. Hier geht es nicht sehr gut. Und Christine, also geringfügige Abwandlung in der Schreibweise. Und ich wurde gefragt, ob ich zu der Mutter noch nähere Angaben hatte, hatte ich aber nicht. Es dauert noch ein weiteres Jahr, bis sie an ihr Ziel kommt. Nach unzähligen Briefen, Telefonaten, Archivbesuchen und Auslandsreisen stieß sie endlich auf eine Frau im Elsass. Erst Unsicherheit, dann Gewissheit. Sie hatte ihre Halbschwester gefunden. Die war überrascht. Und ahnungslos. Sie hatte die frühe Kindheit in Lebensbornheimen verbracht, Häusern für uneheliche Kinder von SS-Angehörigen. Die beiden Frauen treffen sich. Ein Fotograf hat den Moment für eine Zeitschrift festgehalten. Auf die Kosten gelegt, gibt es
1, 2, 3, 1.